Wir sind in der ersten Großstadt angekommen, hier im Let's Play, und haben ja auch schon auf unseren Freund getroffen, hier in der Pokémon-Schule. Und ich habe einmal off-Video mit jedem Menschen hier in der Stadt, die hier ist, gesprochen, um einfach rauszufinden, ob irgendjemand noch etwas Wichtiges für mich zu sagen hat. Und das möchte ich jetzt einfach einmal abklappern, wo ich das Gefühl hatte, okay, das könnte ganz interessant sein. Und das allererste ist dieser Typ hier. Dann werde ich mal deine Kopons sehen, natürlich mit Hilfe des fantastischen Poketch. Denn er hat mir erzählt, dass er mir ein Poketch schenken würde, wenn ich ja einfach auf Clowns treffe und so super, 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 super einfache Fragen beantworte. Dann habe ich jedes Mal für jede Frage einen Coupon erhalten. Und dafür scheine ich jetzt halt erst mit diesem Poketch direkt zu kriegen. 1, 2, 3, bravo, da kann ich nur applaudieren. Im Tausch gegen die Coupons erhältst du einen Poketch von mir. Wie versprochen, bitte sehr. Bam, wir haben einen Poketch auf jeden Fall erhalten. Du kannst deinen Poketch auch mit neuen Apps aufrüsten, um ihn so noch viel, viel vielseitiger zu machen. Drücke die R-Taste und probiere den Poketch gleich einmal aus. Okay. So, probieren wir einfach direkt einmal aus. Warum denn nicht? Das ist das erste wichtige Gespräch. Zack. Poketch. Da. Okay. Ich weiß, wie spät es ist. Dankeschön für den Poketch. Ah, da. Was haben wir hier noch so? Wir haben einen Rechner. Das ist doch cool. Das ist wahrscheinlich ein Schrittzähler. Dann sehen wir unsere Pokémon und deren Leben. Uhrzeit. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen spät. Ist da gar kein Problem. Wir gehen erstmal hier mit. Definitiv. Bitte wieder schließen. Und bitte, ich schließe das komplett, das Ding. Gar nicht mehr? Ist jetzt immer offen? Wahrscheinlich ist jetzt immer offen. Das ist ja uncool. Aber jetzt... Jo, kann man das bitte irgendwie wieder schließen? Hallo? Was passiert unten? Da kann ich auch nicht drauf drücken. Zack. Nö. Der gönnt mir gar nicht. Der gönnt mir gar nicht. Der möchte nicht, dass ich das schließe. Der möchte, dass ich das offen lasse. Vielleicht, wenn ich einmal die Uhrzeit einblende, anstatt irgendwelche Informationen. Zack. Auch dann ist es noch offen. Super nervig. Wir hoffen einfach mal, dass es verschwindet. Aber... Das zweite nette Gespräch war, dass ich hier in den Kampf gehen kann. Hallöchen, Boy. Denn er wollte mir als Schulkind quasi sagen, ey, am besten lernt man, wenn man einfach kämpft. Und, oh, du bringst was Spannendes wie ein Abra mit. Das ist ja auch cool. Bin ich auf jeden Fall mit dabei mit meinem Panflam. Bitteschön. Panflam, zeig, was du kannst. Mach das Abra locker flockig mit deiner Glut fertig und hoff, dass er nicht einfach nur Ladestrahl. Autsch, ist ja richtig schmerzhaft, was du hier einsetzt. Hast du mich auch paralysiert? Nee, hast du zum Glück nicht. Oder was auch immer das alles macht. Wunderbar. Der, oh mein Gott, der hat eine viel höhere Initiative. Sein Ladestrahl macht ordentlich Damage. Das wird gar nicht mehr. Okay, wird doch einfach. Ich glaube, ich brauche nur 3 Angriffe, wenn das nur Initiative Spezialangriff steigt. Bitte, bitte lass ihn nicht mich killen mit seinem dritten Angriff, weil jetzt seine Initiative gestiegen ist. Zack, wunderbar. Er wollte mich anscheinend auch verbrennen, das ist gar kein Problem. Und ja, ich habe leider nichts, um noch mehr Initiative zu kriegen oder sowas wie Ruckzuckhieb oder sonst was. Von daher darf er noch einmal. Bitte lass deinen Spezialangriff nicht zu sehr gestiegen sein. Das sieht gut aus. 6 KP haben wir noch, dann kann ich einmal die finale Glut auf dich ballern. Und tschüss. Wunderbar. Abra wurde damit auch besiegt. Den Gratiskampf haben wir noch einmal mitgenommen für ein bisschen Abenteuer-EP, nachdem ich im letzten Part meinte, dass ich es eigentlich vermeiden möchte, zu viel mitzunehmen. Und das sieht auch gut aus. Teilungs aufgestiegen, Bidiza aufgestiegen, Supports, die kommen alle noch raus aus meinem Team. Ganz, 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 ganz klare Sache. Zack. Aber ich freue mich natürlich trotzdem für euch alle, dass ihr im Level aufgestiegen seid. Dank des dauerhaft aktiven EP-Teil. Das ist echt krass, wie einfach das heutzutage ist, Pokémon zu leveln, ne? Es ist so krass, wie einfach das einfach ist, heutzutage Pokémon zu leveln. Aber das Schulkind wurde besiegt. Ich sollte mich noch einmal im Pokémon Center heilen gehen, bevor ich weitergehe. Zack, ich weiß, es ist schwer zu gewinnen. Ansonsten ist nichts Interessantes für mich tatsächlich, ne? Das ist ja traurig. Und ich krieg dieses Ding da oben rechts echt nicht weg. Verschwinde bitte wieder. Ich möchte ihn nicht dauerhaft sehen. Warte, wenn ich das Menü öffne, rausgehe. Okay, auch dann kommt es. Sehr, sehr traurig. Vielleicht könnt ihr mir in die Kommentare schreiben oder ich erfahre im Stream, wie ich das wegkriege. Aber mich stört das tatsächlich, da oben jetzt dauerhaft die Uhrzeit zu sehen, während ich durch die Gegend laufe. So, nee, auch viel zu viel mich raus. Ihr müsst nicht wissen, dass ich immer nachts wach bin, besonders zu solchen komischen Zeiten wie 4 Uhr und mitten um 4 Uhr einfach Pokémon spiele. Ich muss keiner wissen, dass ich um 4 Uhr Pokémon spiele. Nein, 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 meine lieben Freunde. Das kann ich auch schön für mich behalten. Und dann war noch interessant, ich weiß nicht, was das hier mit der Gruppe auf sich hat, aber sie möchte, dass ich eine Gruppe gründe. Ich kann einer beitreten oder zusammenarbeiten. Also, wie soll die Gruppe heißen? Die Gruppe soll... Oh mein Gott. Ich habe immer noch keinen Community-Namen, Leute. Ich habe immer noch keinen Community-Namen. Nee, bleib mit der Gruppe, wo du möchtest. Ja, ich weiß, dass das jammer, jammer schade ist. Aber bleib bei dir mit der Gruppe. Ich brauche jetzt gerade keine. Stattdessen brauche ich dieses Item, das hier hinten liegt. Dankeschön. Denn das war ein wundervoller Paraheiler.
Und da hinten steht noch irgendjemand anders. Ja, da stehen zwei Trainer, die beide bereit sind für den Kampf. Mittlerweile auch wieder tagsüber. Zerpurze, ich besitze dich schon. Ich brauche keinen Kampf gegen dich. Ich brauche wirklich nicht meine EP an dir zu verschwenden, meine KP an dir zu verschwenden. Auch wenn sich das Team freuen würde um ein bisschen mehr EP, ganz klare Sache. Aber den Kampf jetzt hier gerade, komplett Early Game, erspare ich mir einfach mal. Mehr EP gibt es später. Beispielsweise, indem ich gegen dich kämpfe, meine Liebe. Oder indem ich eben gerade gegen Afra gekämpft habe. Das war auch so viel EP, viel, viel wichtiger als irgendwelche wilden Pokémon zu bekämpfen und kaum EP mitzunehmen. Einfach gegen jeden Trainer kämpfen und man levelt automatisch wahrscheinlich absolut genug. Hallöchen, Bidiza. Ich habe auch einen Panflam am Start. Hast du Interesse am Kampf? Ich habe auf jeden Fall Interesse am Kampf und ich habe Interesse zu suchten. Oh, und ich habe Verhöhner. Wann habe ich das denn erlernt? Aber egal. So, zack. Blut bitte. Und Baller ist weg. Level 7 sind die jetzt schon. Okay. Die leveln ja ordentlich. Im Grab waren sie Level 5 auf der letzten Route. Jetzt sind sie Level 7, machen aber immer noch nur 4 Schaden. Das ist ja genau das gleiche wie... Wobei, eben gerade hatte ich gegen Bidiza Level 3 gekämpft. Und das hat einfach statt 4 Schaden, 2 Schaden mit volle Treffer gemacht. Das war natürlich noch süßer. Aber ich glaube, die Level 5 Pokémon haben gerade auch 4 Schaden gemacht. Nur, dass ich weniger KP hatte dabei. Bedeutet, jetzt überlebe ich insgesamt mehr. Und das reicht nicht für Level 10, ne? Ja, das war zu erwarten, dass das nicht für Level 10 reicht. Zack, Shinox erreicht Level 5. Bidiza Level auch Level 5. Beide erlerne ich, doch ein Igler. Wertvolle Attacke. Härte dich ab gegen jeden Angriff, aber sie ist erstmal traurig. Du hättest nicht so vorlaut sein sollen. Danke für die 392 Pokédollar, meine Liebe. Und dann bist du auch ein Trainer? Nee, bist du nicht. Doch, bist du. Einfach nur etwas verspätet. Also, du wirst gewinnen, denkst du. Das denke ich tatsächlich nicht. Mein lieber Freund, das denke ich tatsächlich nicht, Knirps Knut. Dass du auch nur irgendwie gewinnen kannst. Oh, du hast Carpador. Kann das hier schon Tackle in dieser Edition? Oder richten sich die Attacken noch an die Zeit, als es kein Tackle konnte? Wir probieren auf jeden Fall einfach mal mit Kratzer drauf zu hauen. Ich glaube, deswegen mehr als eine nicht sehr effektive Blutattacke. Ein Drittel Leben und Platscher. Das ist eine geniale Attacke. Wirklich legendär. Legendär, dass dieses Pokémon je irgendwann... Ich weiß nicht, wann sie sich dazu entschieden haben, aber dass sie sich irgendwann dazu entschieden haben, ihm auch noch Tackle beizubringen, war so eine Fehlentscheidung. Das ist einfach legendär, dass ein Carpador nichts anderes kann als Platscher. Gerade weil es hier, also wirklich legendäres Pokémon, ich lieb's. Viel, viel besser, wenn es nur Platscher kann und kein Tackle kann. Gerade jetzt, wo es eh den EP-Teiler gibt, ist es ja auch nicht mal ein Problem, dass er kein Tackle kann. Früher war das ja noch richtig kompliziert. Jedes Mal extra, wenn man Carpador trainieren wollte, das Wochenende an erster Position des Kampfes zu halten. Bei Kampfstart das Pokémon zu wechseln auf ein anderes Pokémon, damit die EP geteilt wird dann. Und dann so, dass Carpador nach und nach zu leveln, bis es ein Garados war. Das waren noch Zeiten. Das sind die richtigen OGs, die das noch kennen, als man seine Pokémon getauscht hat zum Leveln bei den Pokémon, die unterlevelt waren. Heutzutage EP-Teiler fertig ist das Ding. Also... Das Spiel wird schon nach und nach einfacher, beziehungsweise man kann auch sagen, angenehmer gemacht. Also, ja klar, ist es automatisch dadurch auch etwas einfacher, dass es angenehmer gemacht wurde. Aber die Zeiten sind trotzdem legendär. Danke für 380 Pokédollar, nehme ich trotzdem mit Freuden. Dankeschön. Auch wenn dein Platscher jetzt nicht ganz viel gebracht hat. Und du bist auch eine Kämpferin? Tatsächlich. Panflam macht einfach alles für mich. Ist gar kein Problem. Gerade wäre Shinox cool gewesen, wäre das zweite in Carpador und nicht das erste, ne? Vollkommen egal. Bitte hab ein Pflanzen-Pokémon einfach. Ja, genau so. Knospi, baller raus. Du wirst so hart dich an meiner Glut verbrennen. Panflam, ich hoffe, du hast Spaß. Ich hoffe, du bist fröhlich am Hin- und Herwackeln. Ich merke das schon. Kleiner Quatschkopf. Setz einmal Glut ein und Knospi überlebt. Und setzt. Na, noch. Dankeschön. Einfach Stachelspore wollte es einsetzen, wollte mich paralysieren. Und ich glaube, doch ein Paraheiler habe ich ja vorhin zum Glück gefunden. Aber wäre unnötig gewesen, hätte ich den jetzt direkt verschwenden müssen. Nur weil das Viech denkt, es könnte mich paralysieren. Gut, dass es einfach nicht getroffen hat. Shinox Level 7, Bidiza Level 6. Man hört diese Levelaufstiege jetzt einfach auch nur noch en masse dadurch, ne? Durch dieses einfache, man hat eine EP-Teile ab Minute 1. Das ist richtig sauer. Was soll das? Naja, hast du halt gewonnen. Ich bin trotzdem toller als du. Gib mir was Neues. Nee, wie die Zeit habe ich schon. Ich brauche noch mindestens einen Starrer Lili. Ich hoffe, das gibt es hier überhaupt. Nicht, dass ich jetzt komplett random suche, aber ich werde die Suche einfach mal skippen. Boom, und da ist es dann auch schon. Starrer Lili. Ich bin ehrlich, wäre das kein Starrer Lili gewesen, ich hätte aufgegeben, weil ich gedacht hätte, auf dieser Route gibt es das doch nicht mehr. Ich wäre einfach umgedreht, beziehungsweise umgedreht wäre ich nicht. Ich wäre einfach weitergegangen, ohne
Staralili meiner Box hinzuzufügen, als eines der Pokémon, die Interesse haben, Teil meines Teams zu werden. Aber so kann ich dich ja doch fangen. Wunderbar, Staralili. Einmal mit dem Pokéball auf dich werfen. Whoop. Dankeschön. Und dann bin ich damit auch schon wieder durch, hoffentlich. Aber bleib bestimmt drin. Ist gerade mal Level 4, da musst du nicht viel Schaden machen, ne? Ah, da reicht ein Pokéball easy. Nicht mal zwei Pokébälle, auch nicht drei, gar nichts. Einfach nur ein Pokéball und Staralili wurde gefangen und ist Teil meines Teams. Und nein, auch bei dir möchte ich dir keinen Spitznamen geben, liebes Staralili. Und ihr seid häufig in großen Schwärmen unterwegs. Trotz eurer kleinen Statur schlagt ihr euch äußerst kraftvoll mit den Flügeln. Okay, okay. Das ist gut zu wissen. Ich möchte eigentlich die Pokédex-Einträge alle lesen, wenn ich ehrlich bin, ist mir aufgefallen. Einfach nur, um mehr über die Pokémon zu erfahren, das finde ich immer ganz nett. Und ich muss sogar durch eine Höhle, echt jetzt? Eine Höhle blockieren viele Felsen im Weg. Mit der App VM-Attacken des Pokécatch kannst du sie vielleicht aus dem Weg räumen. Okay, aber habe ich wahrscheinlich noch nicht, ne? Aber cool trotzdem, dass das dafür auch genutzt wird und ich nicht irgendwie random... Wait, habe ich das doch schon? Nein, 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 nein. Zack. Genau, man hat eine VM-Attacke und es gibt hier auch Pokémon. Wie geil, Kleinstein. Oh, super. Natürlich, was denke ich auch, dass ich einen Kleinstein kriege, wenn es auch ein Zubat sein kann. Langweilig. Hallöchen. Aber ich werde dich trotzdem hoffentlich fangen, wenn du die Glut überlebst, Zubat. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Wunderbar, hast du gut überlebt. Dann kann ich dich auch direkt... Au. Unnötig, Zubat. Jetzt habe ich nur 15 KP. Das ist wirklich nicht cool von dir, dass du dich einfach selber aufgeladen hast, mehr KP hast, dadurch der Fang schwieriger wird und ich weniger KP habe. Wobei, du hättest auch schlimmere Sachen einsetzen können, ne? Hättest du mich vergiftet? Nee, ich glaube nur... Konfusion... Nee, nicht Konfusion. Wie heißt das, dass ich danach auf jeden Fall verwirrt bin? Aber Zubat ist auch Teil unseres Teams. Aber eigentlich hätte ich auf einen Kleinstein gehofft, wenn ich ehrlich bin. Hallöchen, Zubat. Was gibt's über dich zu wissen? Zubat hat zwar keine Augen, kann jedoch mit Hilfe von Ultraschallwellen, die es aus dem Mund aussendet, Hindernisse spüren. Das ist halt so eine coole Fähigkeit, einfach Ultraschallwellen zu benutzen. Du schreist einfach und hörst anhand der Reaktion des Schreis, beziehungsweise wann dieser Schrei zurückkommt, wie weit quasi die nächste Wand von dir entfernt ist. Sau coole Fähigkeit und da ist mein Kleinstein. Ja, Kleinstein wild erscheint. Und irgendwie ist mein Ton weg. Und mit Ton fängt das Kleinstein auf jeden Fall viel besser. Wunderbar. Hanfram, bitte setz einfach deine Glut ein. Ja, das können wir auch danach direkt nochmal machen. Das ist doch ganz entspannt. Das war ja zu erwarten, dass es nicht sehr effektiv ist. Sollte aber trotzdem stärker als Decke gewesen sein. Und wehe, Kleinstein, wehe, in so eine Early Stage besiegst du schon einfach meinen Panflam. Das wäre wirklich nicht cool. Also ich merke schon, ich brauche danach nochmal leichten Trank und natürlich den richtigen Weg. Denn irgendwie habe ich mich anscheinend verlaufen auf dem Weg da, wo ich eigentlich muss. Sandsturm fügt Panflam auch schon wieder Schaden zu. Das ist doch unnötig. Guck mal, jetzt habe ich wirklich 20 Schaden verloren. 20 KP insgesamt schon auf der ganzen Route. Oh. 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 Wir haben Kleinstein auch gefangen. Und klar darf Kleinstein auch mal mein Team und irgendein anderes random Pokémon ersetzen, wie beispielsweise Zaporzo oder Bidiza. Mal gucken. Aber erstmal reichen Shinux Level 8 und Staralili Level 5. Ist doch cool. Dankeschön. Das sind so kleine Werte alles, ne? Ruxukib ist eine wichtige Attacke. Also, Kleinstein, neuer Eintrag im Pokédex. Viele von ihnen leben auf Bergfahren, wo sie halb vergraben in der Erde verweilen und Bergsteiger beobachten. Also einfach nur beobachten, ohne anzugreifen? Oder wie soll ich das verstehen? Du kommst natürlich in mein Team, nie ohne mein Team, mit... Ja, komm, wir schmeißen Bidis da raus, kein Interesse an dir. Wunderbar. Jetzt sieht meine Box noch schöner als das vorher. Dann verlassen wir wieder die Höhle. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo musst du denn stattdessen hin? Also ich muss hier nicht nach rechts, ich muss hier nicht nach links. Ich habe irgendwo auf jeden Fall den Weg übersehen. Nein, das war doch unnötig. Oder ich muss natürlich erstmal in diese Station rein. Hallöchen, Shinux. Du bist gerade nicht wichtig. Um vielleicht direkt die VM zu erlernen. Das kann natürlich auch sein. Bedroher ist auch eine coole Sache. Dankeschön. Oder ich gucke ganz kurz auf die Karte. Das ist natürlich die letzte Option, dass ich das erstmal mache. Das, guck mal, wie lange das schon her ist, dass ich dieses Spiel gespielt habe, dass ich mich nicht mal mehr daran erinnere, was ich hier machen musste. Karte. Also, mein Ziel ist nämlich nach rechts und nicht nach oben. Daran liegt das. Ich bin nach oben gegangen und oben war gar nicht der Weg, den ich gehen sollte, sondern ich sollte von Anfang an nach rechts gehen. Dann heile ich mich noch einmal und gehe danach in die richtige Richtung. Das kriegen wir auf jeden Fall hin, uns auch nicht zu verlaufen, denke ich mal. Aber mein Panflam ist so geschädigt, dass der unbedingt seine 20 KP wieder haben will, wenn ich jetzt neu eine ganz andere Route als geplant ablaufen muss. Aber dafür habe ich einen Kleinstein bekommen, was ich sehr cool finde tatsächlich.
Auch wenn ich noch nicht weiß, wie ich das zu einem Geowatz kriegen soll. Aber auch da werde ich schon irgendeinen Tauschpartner finden, der Lust hat, das mit mir zu machen. Erstmal bitte einmal hier hoch. Dankeschön. Und jetzt nach rechts und nicht nach oben, ich Trottel. Und du bist bereit für den Kampf, oder mein Freund? Na, wie sieht's aus, Sonius? Sag schon, bist du in letzter Zeit viel stärker geworden? Ob ich auch stärker geworden bin? Also wirklich, sieht man das etwa nicht? Sicher bin ich das. Los, ich beweise es dir. Okay, beweise es mir, mein Freund. Wenn du wirklich bereit bist für den Kampf, ja, Pokémon-Trainer, mein Freund, dann zeig mal, wen du gefangen hast. Staralili, was ist denn das schon? Also ich werde dir gleich mein Blitz-Pokémon wirklich einfach ins Gesicht drücken. Und dann wirst du schon sehen, wer stärker ist. Und wir hoffen natürlich, dass mein Blitz-Pokémon noch ein Level aufsteigt, dadurch, dass wir diese Staralili besiegen, wenn ich ehrlich bin. 4 Schaden. Aus dem ganz einfachen Grund, dass ich glaube, dass mein Blitz-Pokémon Shinux ansonsten etwas unterlevelt ist. Ich übermüde dich wieder. Noch ist der Kampf nicht entschieden. Mein Freund, wenn ich ehrlich sein darf, aber der Kampf ist schon entschieden. So leid es mir wirklich tut. Ich könnte jetzt auch auf Panflammen bleiben und würde dich wahrscheinlich besiegen. Aber einfach nur, um hier ein bisschen logisch zu bleiben. Ach, okay, doch, Shinox ist schon Level 8. Ist ja ganz entspannt. Dachte, er wäre noch Level 6, wenn ich ehrlich bin, oder 7. Also, Pokémon wechseln für das Plinfar. Darf endlich auch mal ein richtiges Blitz-Pokémon, damit wir den Typenvorteil ausnutzen und dich wirklich ganz locker-flockig besiegen. Los, Shinox. Du hast keine Chance, Shinox. Pokémon-Trainer, mein Freund, setzt Plinfar ein. Da bist du. Und zwar wollen wir das Ganze, okay, mach gerne einen Bedroher, aber wir wollen Kampf, Donnerschock, Ladevorgang, geht einfach nur, ja, okay, genau, das ist nichts Spannendes, sondern, beziehungsweise zumindest für diesen Early Stage nichts Spannendes auf jeden Fall, sehr effektiv, aber trotzdem nur ein Drittel der KP geleert, wobei ein bisschen mehr, hoffe ich zumindest, dass es ein bisschen mehr ist. Angriff gesenkt, das ist ja eh ein Spezialangriff, hat ja nichts mit Angriff zu tun. Und da greif noch einmal an mit Donnerschock, mach dieses Plinfar fertig und vernichte es wirklich komplett. Ja, setz ruhig Heule ein, senk mal Angriff, ist gar kein Problem. Denn jetzt, mein lieber Plinfar, kriegst du auch noch den letzten Donnerschock von mir reingedrückt. Und doch, der Kampf ist entschieden. Ja, dein Pokémon hat ziemlich viel KP verloren, das könnte nicht nur eng werden, sondern mein Freund, du hast leider verloren. Es tut mir wirklich leid, mein Freund, ich hab das nicht gerne, okay, eigentlich habe ich es schon gerne gemacht. Das wäre gelogen zu sagen, ich hätte das nicht gerne gemacht. Von daher, Plinfar ist besiegt. Und dann sind wir weiter auf dem Weg. Zack, wunderbar. Zerports ist Level 9. Shinox ist Level 9. Kleinschein ist Level 7. Das wird auch noch ein ganz wichtiges und nennt Steinpolitur. Und Staralili ist auch Level 7. Jetzt haben wir noch eine gute Box oder so ein gutes Team, muss ich sagen. Das sieht eigentlich ganz schick aus. Mein Freund wurde besiegt. Unsere Box sieht schön aus. Und ja, ich habe gewonnen und danke für 1100 Pokédollar. Das werden wieder richtig schöne Superbälle werden, sage ich dir. Also, denn ich werde dich zum stärksten Trainer mausern, denn die Welt je gesehen hat. Als erstes knöpfe ich mir gleich mal den Arena von Erzelingen vor. Ich werde wie verrückt trainieren. Mach das, du wirst mich leider nicht besiegen. Aber werd gerne der stärkste Trainer von Erzelingen, beziehungsweise überhaupt ein Trainer, der dort alles macht. Und ja, Pokéball wird verstaut und ich möchte natürlich gegen dich kämpfen. Kämpfe auf offener Straße, nehme ich mit Freude mit, solange es geht. Aber kämpfen gegen irgendwelche wilden Pokémon nehme ich eigentlich nur mit, wenn ich sie fangen kann, wenn ich ehrlich bin. So, was hast du, Philipp? Bidiza. Ich habe für dich, wenn du möchtest, als Gegenstück zu Bidiza einen Panflamm und würde einfach mal die Glut gleich auf dich einsetzen, damit du auch spürst, was es heißt, wenn man ein bisschen Feuer unter dem Hintern hat. Von einem Level 11 Pokémon, das fast sich schon entwickeln kann. Dankeschön. Aber noch brauche ich 2 Angriffe von Bidiza zu besiegen. Also ist jetzt nicht so, als bräuchte ich gar nichts. Setz deine Glut ein. Wunderbar. Und das ist auch einfacher als früher. Oder so spät musste ich erst gegen meinen Rivalen spielen. Das allererste Mal verwirrend. Zack. Dankeschön. Als nächstes setzt du Zubat ein. Also ich würde ja gerne wieder Shinox einsetzen. Einfach nur, weil ich Freund davon bin, Blitz-Pokémon zu leveln. Ich habe mich aber noch nicht entschieden, ob das mein finales Blitz-Pokémon wird. Oder ob ich nochmal auf dem Weg ein anderes fange, was ihn quasi überschreibt und ihn ersetzt. Muss ich mir noch entscheiden. Erstmal setzen wir Glut ein auf dieses Zubat auf ganz entspannt. Jetzt ruhig Superschall ein, ist gar kein Problem, Zubat. Denn ich weiß einfach, dass die Verwirrung, das war übrigens das, wovor ich vorhin Angst hatte, dass diese Verwirrung nichts bringen wird. Ja! Ich habe ganz kurz angehalten mit der Luft, weil ich gehofft habe, dass das jetzt kommt. Weil es schon jetzt doof gekommen wäre, hätte ich gesagt, das bringt nichts, mich zu verwirren und dann verletze ich mich doch selber. Das wäre ganz doof gekommen, wenn wir ehrlich sind. Aber Philipp wurde besiegt, die Verwirrung ist vorbei. Und du bist wenigstens enttäuscht. Nicht so wie die Nadine vorhin, die einfach nur so pfiffig ist. Ich bin trotzdem die Bessere. Mimi. Hallöchen, was hast du zu erzählen?
Wusstest du eigentlich, dass das ganz oben in deiner Teamliste aufgeführte Pokémon als erstes in den Kampf geschickt wird? Wozu rede ich überhaupt mit irgendwelchen Trainern in der allerersten Minute des Games? Hier kann ich noch nicht drüber, von daher, was geht bei dir? Es kommen wenig wilde Pokémon, muss ich sagen. Also sehr wenig wilde Pokémon. Habe ich zumindest das Gefühl, dass ich nur wirklich wilde Pokémon finde, wenn ich aktiv danach suche und nicht mal, zack, letzte Portzeile ist gar kein Problem. Und nicht, wenn ich einfach längs laufe. Keine Ahnung, woran das liegt, aber wenn ich von A nach B laufe, treffe ich keine wilden Pokémon. Oh, und es steht dabei, welche Attacken sehr effektiv sind und welche nicht. Das finde ich so angenehm tatsächlich. Ich habe komischerweise mehr Beschwerden darüber gelesen, als dass Leute das gut finden. Aber so für diese ganzen Casual Gamer zu sehen, was sehr effektiv ist und was nicht, ohne das auswendig zu lernen, finde ich so angenehm. Deswegen Dankeschön, dass vorhin bei der Auswahl der Attacken dabei stand, welche Attacke sehr effektiv ist, auch wenn ich das hier noch so gewusst hätte. Aber irgendwann kommen ja auch Pokémon, die ich nicht so gut auswendig kenne. Ach, bist du auch im Kampf? Ja, du bist auch im Kampf. Okay. Nee, ja, doch. Doch. Manchmal laggt es bloß irgendwie anscheinend, warum auch immer. Zack, Göre Annette fordert dich heraus. Oh, wieder eine Göre Annette. Die ist am Ende wieder so, ich bin viel toller als ihr alle anderen. Ich bin nämlich eine kleine Göre. Hanflam, kannst du all ihre Pokémon bitte jeweils mit einer Glut erledigen oder ist das noch zu früh? Wahrscheinlich ist das noch zu früh, oder? Nee, das ist ein guter Start. Genau so habe ich mir das gewünscht, Hanflam. Sehr gut, das gibt einen Daumen nach oben von Sonius an dieser Stelle. Auch Staralili. Level 4, komm, lass es einfach Level 4 sein. Du hast eine Glut reingedrückt und dann haben wir dich auch wieder besiegt. Zack, Glut, hau drauf da. Yippie! Das klappt sogar wirklich geil. Ich liebe es jetzt schon so overlevelt zu sein, dass nicht jedes Pokémon One-Shot ist, aber jedes Pokémon Level 4 One-Shot ist, liebe ich so sehr. Und erst recht Knospi. Es tut mir so leid, Göre, dass du einfach noch einen Knospi in den Kampf schickst. Hättest du wenigstens ein Wasser-Pokémon oder irgendwas, aber noch kein Pflanzen-Pokémon, was auch noch sehr effektiven Hit reingedrückt bekommt. Ach, arme kleine Göre, du darfst auch glücklich sein, wenn du möchtest. Fast Level 12. Doch 100 pro Overlevel schon für die Arena, oder? Die anderen Level 10, die mit mir kämpfen sollen. Oh, püff. Da war es wieder. Diese kurze Trauer und dann dieses Püff. Nö. Das entwickelt sich jetzt schon. Der Purze. Das hatte ich nicht mehr im Kopf. Wie früh. Du tatsächlich schon in der allerersten Entwicklung warst. Aber hau gerne raus. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich schon das erste entwickelte Pokémon in meiner Box habe. Ich dachte, das erste wird mir nicht auf jeden Fall meinen Panflam eigentlich. Aber stattdessen haben wir jetzt mal unsere Supports zu einem Zerpeise entwickelt. Wunderbar. Und wir kriegen natürlich einen neuen Pokédex-Eintrag und erfahren, wenn es seinen Ruf ausstößt, verschränkt es die messerartigen Arme vor der Brust. Es komponiert Melodien aus dem Stehgreif. Ach, das macht Musik. Du machst Musik, du schönes Pokémon. Und hast Zornklinge erlernt. Es wird immer cooler. Ich bin voll froh. Wozu habe ich überhaupt einen Scheinungs, wenn ich dich habe? Das ist ja ganz locker flockig, mit dir zu spielen. Zerpurze, aber ich brauche keine zwei, wirklich nicht. Also, wenn es etwas gibt, was ich jetzt gerade nicht brauche, das ist kein zweites Zerpurze. Von daher machen wir das weiter ganz entspannt, solange ich weiß, dass ich null Probleme im Kampf haben werde, solange ich weiß, dass ich overlevelt bin und selbst wenn ich Probleme kriege, dann ist es wenigstens ein bisschen spannender. Augenkampf, ja, du bist Augenkampf, wunderbar, da kommt noch eine Höhle. Was kommt hier noch alles? Das ist hier eine lange, lange Route hier. Hätte ich nicht erwartet. Ich dachte, wir kommen hier ganz entspannt, ganz schnell zum Arena-Leiter, machen den Fix und sind fertig. Und Macholo ist tatsächlich mal ein spannender Gegner. Mit einem Kampf-Pokémon. Okay, egal. Panflam, hau erstmal drauf. Wir machen das, was wir immer machen, was wir am besten können. Und das ist Feuer unter den Hintern des Gegners setzen, den es wahrscheinlich gar nicht so hart juckt. Oh, doch. Okay, Silberblick, ja. Und du machst mir am Ende des Kampfes 0 Schaden. So finde ich das perfekt. Und mein Panflam wird auch noch direkt Level 12 dank diesem Kampfes. Einfach nur perfekt. Vielen lieben Dank, Macholo. Vielen lieben Dank an das kleine Kid hier, dass es gegen mich kämpfen wollte. Obwohl es sehen hätte müssen, dass es gar keine Chance hat. Aber für mich ist das kein Problem. Denn so habe ich ein Panflam Level 12. Das versucht, Steigerungstyp zu erlernen. Das muss ich jetzt selber noch einmal lesen, was das alles macht. Also es ist einfach nur ein Kampfangriff. Und mit jedem Angriff steigt der Angriffswert. Okay. Für Silberblick können wir das auf jeden Fall verlernen. Silberblick werde ich hier in diesen Stages des Games eh nie benutzen. Ich weiß nicht, wie die PvP-Meta da aussieht, was die Leute in den großen Turnieren alles benutzen, um die ganzen Statuseffekte zu erhöhen, zu senken und sonst etwas. Aber ich glaube, von so Profispielern bei richtig Hardcore-Challenges wird sowas auf jeden Fall eher benutzt, als wenn man hier casual reingeht und einfach nur die Pokémon fangen möchte und die Arena-Leiter besiegen möchte und dann alle Pokémon fangen möchte und am liebsten den ganzen Pokédex füllen möchte. Gerade in der Generation des Tauschens sollte das noch alles möglich sein.
Hallöchen, Staralili, hier kommt ein Panflam. Also, wir ballern wieder Glut raus und es könnte sogar sein, ich bin hier jetzt wirklich ein paar Level über ihm mit 7, dass auch das wieder ein One-Shot wird. Und es wird tatsächlich ein One-Shot. Es tut mir so leid für all die Trainerinnen, dass man hier so overlevelt wird in diesem Game. Wenn Menschen jetzt auch noch gegen die Pokémon in der Overworld spielen, dann sind sie ja noch mehr overlevelt. Also, zack, Staralili erklärt Flügelschlag, sehr coole Attacke. Aber stellt euch mal vor, ich würde jetzt noch jedes Pokémon, nicht nur jeden Trainer, sondern jedes Pokémon in der Overworld besiegen, auf das ich bisher getroffen bin. Und gerne setzt man einen sehr effektiven Angriff ein. Zack. Okay. Das hat dich aber nicht besiegt. Das finde ich ein bisschen enttäuschend, wenn ich ehrlich bin. Die Glut hätte ihn noch locker mit Einigler. Was machst du eigentlich, Bidiza, wenn du gewinnen möchtest? Ich setze Einigler ein, weil ich weiß, dass mein Gegner nämlich one-shottet. Und wenn ich Glück habe, nicht one-shottet, sondern 2 Angriffe braucht, da setzt man natürlich Einigler ein. Ganz klare Sache, sodass er seine 2 Angriffe face und ganz safe hatte. So, dich haben wir. Jetzt muss ich noch einmal kurz gucken, ob dahinter noch irgendwas hier auf dieser Graswiese ist, was ich verpasse. Oder vielleicht auch ein Pokémon, das wir noch nicht haben. Ja, das kommt eh nur zerpeitscht, oder? Also wenn jetzt ein Pokémon kommt, dann ist es 100% sprühdose Schutz. Werde ich nicht benutzen, weil ich Pokémon fangen werde. Aber irgendwann werde ich das auf jeden Fall benutzen. Es kommt tatsächlich kein einziges wildes Pokémon. Es kam ein wildes Pokémon auf diesem Weg, oder? Auch ein Kämpfer? Nee, bist du nicht. Na, sieh mal einen an. Du hast ja einen Poketch. Du bist aber als Trainer noch ziemlich grün in den Ohren, oder wie? Aber das ist ja weiter nicht schlimm. Hauptsache, dein Herz schlägt für Pokémon. Und daher schenke ich dir diese TM. Du erhältst TM 998 und verstaust sie in der TM-Statte. Das ist die Kampfattacke Zertrümmerer. TMs ermöglichen es dir, Pokémon auf der Stelle Attacken beizubringen. Doch überlege dir genau, wann du sie verwenden willst, denn sie können jeweils nur einmal eingesetzt werden. Außerdem war ich so frei, die App VM-Attacken auf deinem Poketch zu installieren. Wählst du über die App VM-Attacken die Attacke Zertrümmerer aus, kannst du die lästigen Felsen aus dem Weg räumen und davon Gebrauch machen, benötigst du jedoch den Orden des Erstling-Arena. VM-Attacken lassen sich nämlich erst einsetzen, wenn du zuerst davor die dafür nötigen Arena-Orden erlangt hast. Ich bin schon gespannt, welche Fortschritte du machen wirst. Ah, okay, ich wollte mir gerade schon sagen, kann ich jetzt einfach zurückgehen und die VM benutzen, wenn ich sie jetzt habe? Aber das geht alles erst, wenn wir die Arena-Leiter besiegt haben und natürlich die Trainer auf dem Weg zur Arena. Hallöchen. Du bist also Camper Ole. Camper Ole, ich habe was für dich. Okay, du hast Entscheidung für mich. Ich habe für dich tatsächlich aus erster Quelle ein Panflam, das dich einfach komplett lockerflockig wegboxen wird. Oh nein, ich bin wieder mit Rohr. Entspann dich doch mal bitte. Angriff vom Panflam sinkt. Wenn du den Angriff senkst, dann komme ich mit Glut und mache einfach Spezialangriffe. Ist gar kein Problem, Scheinux. Wenn du mir so kommst, komme ich dir so. Donnerschock. Er macht auch noch Schaden. Bei wie viel? 24 KP habe ich noch. Okay, es tut mir leid. Das ist ja ein ganz, ganz einfacher Kampf. Aber dann sollten wir gleich bei der Arena sein, können die Arena hoffentlich schnell fertig machen. Und dann bin ich glücklich und kann wirklich zufrieden schlafen gehen, weil ich weiß, dass ich coole Let's Play Parts für den morgigen Tag aufgenommen habe. Camper Ole wurde auf jeden Fall schon mal besiegt an dieser Stelle. Und ja, dein Training hat rein gar nichts gebracht, Camper Ole. Und dann gehen wir einmal hier. Oh, ein wildes Pokémon tatsächlich. Dass ich das nochmal erleben darf, ein Kleinstein. Ich werde einfach nur fliehen und nicht gegen dich kämpfen, aber trotzdem. Cool, 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 dass ich das erleben darf. Panflam, einfach bitte die Flucht ergreifen. Das sollte, ja, wunderbar, sehr, sehr easy sein. Und dann gehen wir weiter zu dir, meine Liebe. Hallo. Ja, der gebührende Empfang kommt jetzt, damit ich hier noch einmal durch die Höhle gehen darf. Ach, du bist eine Picknickerin. Okay, ich mache auch immer Picknick in irgendwelchen Höhlen. Zusammen mit meinem Knospi ist gar kein Problem. So, Panflam, zeig, was du kannst. Wir setzen natürlich, es tut mir leid an, wir machen dir Feuer deine Hände an. Hau drauf da, genauso. Panflam setzt gut ein, easy peasy, tot, so wie ich das sehen wollte. Und dann kannst du gerne noch ein zweites Pokémon einsetzen, falls irgendwas ist, was fliegt, wie ein Staralili, setzt auch heute exklusiv Anton. Für dich ein Shinux ein, noch viel besser. Anton. Ich liebe dieses Pokémon. Ich finde es schön, dass es das hier auch gibt und dass es schon so früh in den Kampf kommt, aber auch das Anton werde ich wahrscheinlich locker flockig mit meinen Shinux besiegen oder gerade auf Level 5. Mit Roa, oh, wir sind so Baba. Auch wenn er keine Angriffe hat oder ähnliches, aber wahrscheinlich nur Spezialangriffe. Für dich habe ich trotzdem nur für dich, Anton. Anton. Donnerschock. Exklusiv. Einmal gewonshottet und Anton wurde besiegt.
So wollte ich das auch sehen. Zack, 37 EP gab's für dich selber. Und dann kann ich weitermachen und kann auf jeden Fall... Ja, eine Niederlage. Das hast du richtig verstanden, Picknickerin. Das passiert auch mal. Jetzt bist du mitten in der Höhle, ohne irgendwelche Pokémon, die dich beschützen können. Ich hoffe, du hast schon Angst. Und wir sind in Erzeling angekommen. Hallo, Trainer. Hör mal, wenn du ohne einen einzigen Orden herkommst, werden die anderen Trainer dich nicht für voll nehmen. Damit du das nicht passiert, zeige ich dir jetzt mal, wo hier die Arena zu finden ist. Dankeschön. Aber super lieb von dir. Blablabla. Da unten ist sie. Und mein Freund hat 100% schon in den Ohren, oder? Oh, da wartet schon jemand. Oh, wie? Oh, du bist es, Sonius. Hast du es mal wieder langsam angehen lassen? Wie? Ich dachte schon, du kämst gar nicht mehr. Das hat sich in der Arena-Leiter wohl auch gedacht. Dann ist er schon lange wieder weg. Er meinte aber, er wolle zur Erzingmine. Ich habe meinen Ohren ja bereit, daher ist das mir ziemlich egal. Oh, fies. Das muss eh nochmal extra zur Mine für ihn und ihn suchen, während mein Freund sich schon ganz entspannt und lockerflockig den Ohren geholt hat. Alles, was hier in der Stadt ist, werde ich wahrscheinlich außerhalb des Videos einmal entdecken gehen, denke ich mal. Ja, wir machen die Pokémon fit. Dankeschön. Bling, 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 bling. Und dann gehen wir direkt zur Mine, holen uns den Arena-Leiter und werden dann hoffentlich die Arena auch noch einmal lockerflockig besiegen. Ja, dankeschön. Ich werde mich auf jeden Fall beruhigen. Und runter zur Mine. Wo ist die hier unten irgendwo, oder? Glaube ich zumindest, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall erinnere ich mich an diesen Ort. Nicht nur aus dem Trailer zu Pokémon strahlende Diamanten, wo man das ja auch gesehen hat. Nein, weil ich auch wirklich weiß, dass ich hier war. Und Zubat, dich besitze ich leider schon. Ich habe kein Interesse, gegen dich zu kämpfen, wenn ich ehrlich bin. Los, Panflam. Wunderbar. Ich habe kein Interesse, gegen dich zu kämpfen. Von daher ergreife ich einfach die Flucht. Du bist entkommen. Wunderbar. Und werde weiter hier den Arena-Leiter suchen, der hier unten irgendwo chillen müsste, oder? Hallo? Hallo, SpongeBob. Da mit Macholo. Unnötig. Jetzt könnte ich schon fast Schutz einsetzen, wenn ich ehrlich bin. Aber vielleicht kommt ja noch sowas wie ein Onix. Ansonsten hätte ich Schutz eingesetzt. Aber die kleine Hoffnung auf ein besonderes Pokémon ist immer gegeben, weswegen ich mich nicht traue, Schutz einzusetzen, solange ich nicht weiß, dass ich alles hier gefangen habe. Also, Macholo? Hallo? Ach nee. Diesem Macholo bist du auf Route 207 begegnet. Okay, und mittlerweile seid ihr beste Freunde geworden. Du siehst auch tatsächlich sehr normal aus und nicht wie ein Arena-Leiter. Das hätte ich mir auch denken können, wenn ich dich gesehen habe. Aber... ein Versuch war es wert. Du siehst eher aus wie ein Arena-Leiter. Och, Menno. Zubat. Schon wieder so unnötig. Kannst du nicht wenigstens shiny sein oder sowas? Halt was Normales, was immer mal wieder passiert? Das wäre doch eigentlich nicht zu viel verlangt, oder? Die Wahrscheinlichkeit ist so hoch, das darf schon häufiger passieren, wenn ich ein Pokémon schon gefangen habe. Hallöchen. Oh, jetzt kommt's der Trümmerer. Ah, jetzt kommt's. Ich sehe dir das mal an. Mit dieser VM-Attacke Zertrümmerer kannst du Phasen wie diesen im Windeseile aus dem Weg räumen. Boom! Ha, hier fallen öfter mal Steine herunter und blockieren die Wege. Wenn man sie nicht zertrümmert, geht es nicht weiter. Aber keine Sorge, sobald du den Orden der hiesigen Arena hast, kannst du das auch. Dafür musst du allerdings erstmal den Arena-Leiter besiegen. Und der bin ich. Okay. Das ist ja, ja, danke für diese extra Szene. Der wirkt wie so ein kleiner Shame, wenn ich ehrlich bin oder sie. Hoch da. Einmal ganz kurz. Habe ich meine Pokémon schon fit gemacht? Ich hoffe einfach, dass jetzt einmal wild ein Pokémon erscheint. Nein, natürlich. Wenn ich das möchte, erscheint kein wildes Pokémon mehr. Und wo seid ihr? Pokémon, bist du Full KP? Ja, Panflam. Dann können wir ja direkt in die Arena und auf jeden Fall den Arena-Leiter beziehungsweise auf dem Weg dahin alle herausfordern. Wie gesagt, mit ein paar Leuten hier in dem Dorf spreche ich zu späterer Stunde. Dankeschön. Und werde jetzt erstmal hier meinen allerersten Arena-Kampf machen. Und natürlich werde ich auch gegen die Trainer hier wie dich auf dem Weg kämpfen. Was anderes kommt mir auch nicht ins Haus. Also definitiv, was anderes kommt mir nicht ins Haus. Die werden alle gleich behandelt, alle werden gleich vernichtet, alle werden gleich viel KP verlieren. Und zwar alle KP. Hallo Kleinstein. Ich habe leider noch kein Wasser-Pokémon, aber ich hätte einen Sepurze, mit dem ich eigentlich angreifen könnte. Oder ich kämpfe weiter mit dir. Ach ja, ich habe ja Kampfangriff, ich Trottel. Habe ich ganz vergessen, dass du auch einen Kampfangriff hast. Von daher, das macht aber noch nicht ganz so viel Schaden. Also, ich merke schon, wir brauchen schon 2-3 Angriffe, damit der Angriff ordentlich steigt. Wird sich wahrscheinlich besonders beim allerletzten Kampf lohnen, wenn das mehr als ein Pokémon ist, das wir bekämpfen. Oder ich schicke direkt Supports nach ganz vorne und baller irgendwelche Pflanzenangriffe raus. Das sollte ja auch passieren. Und ich habe das Gefühl, mein Angriff ist mehr gestiegen als seine Verteidigung. Er hat ja seine Verteidigung gestellt, ich meinen Angriff gestellt. Ich habe das Gefühl, mein Angriff hat auf jeden Fall mehr gebracht. Ich weiß es aber nicht. Ich werde sehen, wenn er jetzt auf jeden Fall besiegt wird, ist ja entspannt.
Aber ich glaube, er überlebt mit sowas wie 1 KP oder ähnliches. Oh, nee, diesmal war sein Einliegen richtig effektiv tatsächlich. Wow, hätte ich nicht gedacht. Also seine erste Verteidigung war nicht ganz so effektiv, seine zweite Verteidigung schon. Jetzt kommt noch eine dritte Verteidigung oben drauf, was eigentlich kein Problem ist, denn solange er verteidigt und ein Pokémon hat, kann er mich nicht angreifen. Es verzögert halt nur den Kampf. Aber dann komme ich eher mit voller KP beim letzten Trainer an und muss nicht extra nochmal zurück zum Pokémon Center heilen, wieder hierhin den letzten Trainer bekämpfen oder ähnliches. Zack, also Zerpeise. Oh, es hat sich entwickelt mittlerweile zu Zerpeise und ist nicht mehr Zerpurze, ich Trottel. Aber nennen wir es trotzdem Zerpurze, weil das süß ist. Falzer, ja, Falzer darfst du erlernen. Und zwar für ein Igler, Sandsturm. Sandsturm finde ich nervig, da. Kommen wir bloß nicht mit Sandsturm. Können wir die irgendwann wieder beibringen, sollten wir denken, dass wir sie brauchen, weil sie ja ein Stein-Only-Team spielen oder sonst was. Aber bis dahin bitte kein Sandsturm, wirklich nicht. So, du wurdest besiegt, Junos. Ah, jetzt verstehe ich. Ja, ich verstehe auch. Ist gar keine Frage. Ich möchte eigentlich nur zum letzten Training. Ich weiß, ich könnte, wie gesagt, auch einfach außen rumlaufen. Ich müsste hier gegen niemanden kämpfen. Würde ich einfach die allererste Treppe nehmen, hätte ich an beiden Herausforderungen auf dem Weg vorbeilaufen können. Du hast jetzt aber kein Level 10 Pokémon, will ich hoffen, ne? Mit deinen kleinen Steins. Bitte setz wieder nur einen Igler ein. Das wäre cool. Dann kann ich mich ganz entspannt weiter meine Standardangriffe mit dem Hieb draufhauen, die noch nicht so viel Schaden machen auf den allerersten Hieb, muss ich sagen. Aber, boom, der Angriff, der steigt ja danach. 3 Angriffe und er ist down. Selbst wenn er einen Igler einsetzt, er hat gar keine Chance, außer 3 Angriffe und er ist down. Er greift wirklich jemand an. Der feine Herr macht sogar Schaden, sogar richtig ordentlich Schaden, wenn wir ehrlich sind. Boom. Oh. So viel zu dem Thema, dass ich es schaffen werde mit 3 Schlägen. Nein, das waren nur noch 2. Der Angriff steigt doch deutlich mehr als erwartet. Also wirklich deutlich, deutlich mehr als erwartet. Dass er plötzlich so viel EP klauen konnte. Ja, Onix darf auch gerne, wenn er möchte. Bist du auch Teil des allerletzten Kampfes, Onix? Wir werden es sehen. Davor boxe ich dir ins Gesicht, zieh schon die Hälfte deiner EP ab und gleich kommt noch mehr. Setz Wickel ein oder sowas. Heimangriff heißt es nicht Wickel. Okay. Ein Schaden, das ist so süß. Und jetzt kommt gleich noch ein Schaden. Das macht sogar 4. Dein Klammangriff selber macht nur 1. Ah, ich erinnere mich, ja. War früher auch schon so. Dass der Angriff selber super wenig Damage macht teilweise. Aber danach das Klemmen trotzdem so einen Fixbetrag, was ja auch eigentlich wichtig und cool ist. Zack, damit sich das auch lohnt. Genauso auch Verbrennen und ähnliches. Das muss sich ja lohnen. Wenn sie jedes Mal nur 1 Schaden machen, wäre das ja komplett traurig. Aber so können auch schwächere Pokémon mal zumindest Schaden anrichten gegen starkes Pokémon. Und ich glaube, ich nehme einfach nur aus Prinzip, weil ich, wenn ich jetzt hier schon ein Pokémon habe, das auch eine Pflanzenattacke kann oder verwechsel ich das gerade komplett. War das keine Pflanzenattacke, die er erlernt hat? Wir werden es gleich sehen. Zerpeisen mit Pflanzenattacke oder nicht. Aber du bist weit. Weit, was geht, Arenaleiter. Meine Gesteins-Pokémon sind mein ganzer Stolz. Ach, dann zeig mir mal deinen Können als Trainer und die Stärke der Pokémon, die mit dir kämpfen. Werde ich machen. Reiß deine Gesteins-Pokémon, Fate, Fight, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, ich schätze eher weit. Bin ein ganzer Stolz, aber ich werde deinen ganzen Stolz einfach in den Boden stampfen, indem ich erstmal mit Zerpeise, eigentlich doof ist, eigentlich sollte ich direkt, egal. Ich wollte sagen, eigentlich sollte ich direkt die Kampfangriffe meines Handflammens benutzen, um das maximal zu steigern, aber das ist egal. Und Zornklinge ist ein Käferangriff, ach ja, und kein Pflanzen. Oh, warum habe ich jetzt Zerpeise hier stehen? Bitte, Kleinstein, besieg dieses Zerpeise so schnell, wie du kannst. Hier sind jetzt schwebende Steine. Käferschutzklaps auf dem Hintern kannst du auch geben. Zornklinge, immerhin macht es Schaden. Das finde ich ja schon mal ganz gut. Oh nein, Walz, das ist eine ganz gefährliche Attacke. Ganz, ganz, ganz gefährlich. Sehr effektiv, alles klar. Wenn sonst noch was sein darf, ich dachte, ich bin hier im Vorteil. Komm mit einem Pflanzenangriff. Und dann ist auf einmal ein Käferangriff, weil ich das nicht mehr im Kopf habe, weil ich zu wenig Pokémon in meinem Leben gespielt habe die letzten Jahre. Viel zu wenig Pokémon. Zack. Wir haben Zerpeise aber gelevelt. Und Kleinstein gelevelt. Und Staralili gelevelt. Alle Level 11 aus der Zerpeise wurde sogar Level 12. Und ja, jetzt, wo du mit Onix kommst, wahrscheinlich wieder den Klemmangriff, werde ich auf meinen Panflam wechseln. Ohne, dass ich Panflam vorher geheilt habe. Was vielleicht nicht ganz so smart war. Wäre das hier jetzt die Nuzlocke-Challenge, würde ich das, wenn ich ehrlich bin, auch nicht machen. Jetzt hier hinwechseln. Sondern wird auf Zerpeise bleiben. Wird wahrscheinlich Panflam einen Trank geben. Autsch, die Steine waren wirklich hart. Wird wahrscheinlich Panflammen Trank gehen, was ich gleich eh nochmal machen muss, weil die Steine in der Umgebung, die hier fliegen, echt hart sind. Und oh, das macht noch so wenig Schaden am Anfang. Bitte setz jetzt keinen Klammangriff ein.
Steinwurf. Okay, wie Schaden macht das viel, ne? Und deswegen hätte ich bei der Nutzer-Challenge jetzt auf jeden Fall nicht meinen Panflam da stehen gelassen, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Jetzt ist die Frage, was macht man stattdessen? Alle meine Pokémon werden so zerfetzt. Es ist ja nicht nur Panflam, der so zerfetzt werden. Das sind ja alle Pokémon, die durch den Steinwurf zerfetzt werden, durch die Steine, die hier schweben. Da, schwupp. Surprise wurde von den spitzen Steinen getroffen. Autsch. Zornklinge. Wir probieren es zumindest mal und hoffen, dass Onix vielleicht noch irgendwas macht. Oh nein, ich glaube, ich werde meinen allerersten Arena-Kampf verlieren. Das gibt's doch nicht. Jetzt kommen die Steine und kill mich. Nee, die kommen nur bei Einwechslung. Surprise! Zack! Volltreffer bitte wenig. Dankeschön. War kein Volltreffer. Trotzdem hat mir so viel Schaden gemacht. Wow. Wow, wow, wow. Und das meine ich. Jetzt habe ich ein kleines Problem. Ich habe einen Kleinstein oder einen Staralili. Ich setze lieber einen Kleinstein ein. Stein auf Stein macht, glaube ich, noch ein bisschen mehr als Normal Attacks oder Blitz auf Stein. Ja, komm. Und Walzer war doch die Attacke, die mit der Zeit stärker wird, oder? Oh nein. Also, Walzer, genau, ist nicht sehr effektiv. Aber dafür steigt, beziehungsweise dafür dauert dieser Angriff jetzt einfach 5 Runden. Und mit jedem Angriff steigt unsere Stärke. Das ist doch perfekt. Jetzt ruhig einen Steinwurf ein. Mein Walzer wird wahrscheinlich nicht viel Schaden machen jetzt in der ersten Runde. Das Ziel ist aber auch in Runde 3 oder 4 die nächsten Pokémon, die kommen, dann ordentlich eine reinzuhauen. Also, wir beobachten jetzt einfach nur, ich kann keine Angriffe auswählen. Walzer geht jetzt über 5 Runden, genau. Steinwurf nicht sehr effektiv. Was verfehlt? Und dann ist es einfach vorbei. Nein, ey, wie... Er setzt einen Trank ein. Ich glaub's ja gar nicht. Das wird jetzt so hart von meinem kleinen Stein. Bitte töte Onix in 4 Angriffen. Das ist das große Ziel. Onix in 4 Angriffen bitte ohne zu verfehlen. Damit der 5. Angriff dann auch das nächste Pokémon draufklatscht, was kommt. Das ist jetzt gerade meine Hoffnung. Zeig, was du kannst, kleinen Stein. Ich weiß, das ist alles nicht sehr effektiv. Aber das macht jetzt schon mehr Schaden als davor. Genau. Und ich glaube, ich brauche die 5 Angriffe, um Onix zu besiegen. Ich glaube, ich brauche, ja, wirklich 5 Angriffe, um Onix zu besiegen. Kleinstein, zeig, was du kannst. Angriff Nummer 3. Ich glaube, Angriff Nummer 4 reicht ganz knapp nicht. Ich glaube, der kommt so haarscharf an den roten Bereich. Also nicht, dass es rot leuchtet, oder? Ah doch, leuchtet sogar rot. Sehr cool. Und jetzt, zack, jetzt gut, Steinwurf ein. Ist vollkommen egal. Kleinstein, meine Rettung. Wäre der 5. Angriff gleich auf das nächste Pokémon gegangen, das wäre so gut gewesen. Er hätte so viel Schaden gefressen, was auch immer jetzt sein nächstes Pokémon ist. Aber ich hätte so gerne den 5. Walzerangriff auf das Pokémon, das jetzt kommt, geballert. Kleinax Level 12 bringt mir, glaube ich, auch nichts. Außer, oh ja, Alarm mit Biss. Dann kann ich zumindest angreifen. Silberblick weg. Dann kann ich zumindest angreifen mit Biss als auch mit Tackle. Und dann kann Shinox wenigstens etwas machen, auch wenn Shinox wahrscheinlich nach einem Steinangriff down ist. Aber Cognodon kommt und nein, ich werde mein Pokémon nicht wechseln. Weil du hast übrigens offiziell gewonnen, weil du jetzt wahrscheinlich... nein, ich glaube nicht, dass er den Cognodon so einfach besiegen kann. Wahrscheinlich wirst du eher meinen Kleinstein jetzt so einfach besiegen, oder? So. Blum und bitte Walzer wieder. Mach einfach deine Walzer-Kombination. Silberblick ist okay erstmal. Denk ruhig die Verteidigung. Das Einzige, was ich möchte, ist... angreifen mit Walzer und hoffentlich wenigstens 4 Angriffe schaffen. Der 4. war schon echt strong. Oh, ist aber viel, 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 viel stärker als... Ah, sehr effektiver Angriff. Ich war gerade begeistert, dass Walzer so stark ist. Aber du bist ein Boden-Pokémon, bedeutet, wir haben hier zumindest einen Flugangriff mit Flügelschlag. Oder bist du Bodengestein? Wahrscheinlich nicht, denn du bist nur Boden. Gucken wir mal. Staralili, du hast jetzt auf jeden Fall, ouch, bist auf jeden Fall ein bisschen sicherer vor seinem Bodenangriff, was ganz cool ist. Deswegen setzt auch jetzt Kopfnuss ein, smart. One-Shot. Der kann mich nicht besiegen. Der kann mich nicht jetzt wirklich schon... Oh nein, mein Shinox ist auch One-Shot. Habe ich schon einen Beleber für Panflam? Wahrscheinlich auch nicht. Wie peinlich ist denn das, den allerersten Arena-Kampf zu verlieren? Das kann ich doch nicht machen, den allerersten Arena-Kampf zu verlieren. Ich weiß, ich bin mit Panflam nicht mit voller LP reingegangen, aber trotzdem, falls er darf auch noch zuerst angreifen. Er one-shottet einfach alle meine Pokémon. Er one-shottet jedes einzelne meiner Pokémon. Das gibt's doch nicht. Zubat, meine letzte Hoffnung, kann Absorber einsetzen auf Level 9. Das gibt es einfach nicht. Oh mein Gott. Beutel. Haben wir noch einen Beleber? Haben wir nicht. Hatte ich noch nie.
Was, jetzt kriege ich eine Kopfnuss reingeballert. Superschall auf jeden Fall. Silberblick nur, okay. Den kriege ich danach erst eine Kopfnuss reingeballert. Er weiß auf jeden Fall weit, was er auch macht. Definitiv. Setzen. Verfehlt! Willst du mich veräppeln? Das war meine einzige Hoffnung. Ja, jetzt kommt eine One-Shot-Kopfnuss, ne? Tschüss. Und ich habe wirklich meinen allerersten Arena-Kampf verloren. Oh mein Gott, das ist mir so unangenehm. Ich weiß, ich bin nicht mit voller AP von meinem Feuer-Pokémon reingegangen. Aber trotzdem, das ist mir so unangenehm. Bitte belebe all meine Pokémon wieder. Ja, dankeschön. Wir merken uns, Panflam, beziehungsweise dieses Team allgemein, leidet wahrscheinlich sehr, 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 sehr hart. Dankeschön, dass du mich vollständig geheilt hast. Leidet sehr, 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 sehr hart. Zack, ja, Tränke hier, dies, das. Ich wurde gewone-shottet. Mir hat ein Trank nichts gebracht. All meine Pokémon wurden gewone-shottet. Und ich werde das einfach direkt noch einmal probieren. Da bin ich wieder weit. Ja, ich weiß, wer du bist. Ich weiß, deine Geo-Pokémon sind ein ganzer Stolz. Und ich weiß nicht, welchen Pokémon ich an der ersten Stelle habe. Aber ich glaube, Zerpeise habe ich an erster Stelle. Und danach habe ich ein bisschen Angst vor deinem Cognodon, dadurch, dass Cognodon jedes meiner Pokémon one-shotten kann mit der Dampfwalze und eine ordentliche Initiative hat und mit Sicherheit auch beim Panflam one-shotten kann, oder? Erstmal, Zerpeise, zeig bitte, was du kannst. Hoffentlich schaffst du es, mit der Zornklinge zu gewinnen nach und nach. Warum verfehle ich denn schon wieder? Also das ist so traurig. Ja, da kommen natürlich wieder die Steine, die erstmal jedes eingewechselte Pokémon ordentlich Schaden zufügen. Und dann zeig bitte, was du kannst. Ich möchte nicht trainieren. Ich möchte nicht meine Pokémon wechseln im Team oder ähnliches. Ich möchte einfach nur dich besiegen, wenn ich ehrlich bin. Und huch, ach, warte, du hast doch Verteidigung ist gestiegen. Wunderbar. War gerade verwirrt, dass nicht blau leuchtet, aber blau ist natürlich immer senken. Und wunderbar. Setz ruhig ein, Igler ein. Mein Zerpeise kommt da ganz, ganz locker flockig durch. Das einzige Problem, obwohl könnte Zerpeise auch helfen gegen das Cognodon. Ich glaube, ich kämpfe mit meinem Kleinstein gleich erstmal gegen Onix. Dann hauen wir 5 Walzer drauf. Und dann weiß Onix auch nicht mehr, was er machen soll. Ist auf jeden Fall stärker als Onix-Angriffe gegen unser Kleinstein, was schon mal ganz gut ist. Und Kleinstein ist denn ja eh One-Shot bei den Angriffen. Setzt jetzt schon einen Trank ein? Ernsthaft? Zumindest, was ich gerade sagen wollte, ist, dass mein Kleinstein, sobald ich gegen Cognodon kämpfe, sehr schön, Volltreffer, sobald ich gegen Cognodon kämpfe, eh One-Shot tot ist. Mein Kleinstein kann nichts machen. Ich kann meinen Kleinstein jetzt auf jeden Fall opfern gegen das Onix. Wunderbar. Versuch Härtner zu erlernen. Nee, ich bin sowieso tot. Hab doch eigentlich Nein gesagt, oder? Ja, ich bin mir sicher, dass er es nicht erlernen möchte. Wunderbar. Zubat erreicht Level 10. Perfekt. Ich lasse das übrigens. Ich habe überlegt, ob ich den ersten Arena-Kampf einfach rausschneide, damit das hier alles schön flüssig aussieht. Aber nein. Das war so peinlich, das musste ich reingeschnitten lassen. Damit alle Leute sich denken, alter Sonius, was ist falsch mit dir? Ich weiß auch nicht, was falsch mit mir ist. Panflam gegen Onix drin gelassen, Panflam killen lassen und dann einfach alles One-Shot weg gewesen. Also ich habe meinen Panflam geopfert und dann war alles One-Shot weg. Sehr, 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 sehr traurig. Aber, Kleinstein, ich brauche eigentlich den 5. Walzer-Angriff wirklich, wirklich dringend gegen Cognodon, Kleinstein. Wirklich dringend. Das ist wenigstens ein Angriff bei, ich glaube, ein Angriff durfte ich raushauen gegen das Cognodon mit Kleinstein. Und das war sogar echt recht stark, muss ich sagen, weil ich eine höhere Initiative hatte. Und wenn jetzt der 5. Angriff von diesem Walzer-Moveset, wenn der in das Cognodon reingehen würde, wäre natürlich Cognodon auch sofort tot. Also ich könnte hier auch sozusagen das Onix vorschwächen. Ich weiß gar nicht, ob der Trainer auch 2 Tränke benutzt pro Kampf. Manchmal haben ja so die Trainer eine Fixanzahl an Items, die sie einsetzen. Oder ob der pro Pokémon einen Trank hat. Das ist mir natürlich nicht bewusst, was von diesen beiden Sets oder Item-Nutzungen der Trainer verfolgt. Aber ich hätte schon wieder verfehlt. Ich hätte schon wieder verfehlt. Das ist das Nervigste, wenn einfach Kleinstein im Walzer verfehlt und wieder von vorne anfangen muss mit den Aufladungen der 5 Walzer-Angriffe. Ja, ich weiß, es ist nicht sehr effektiv. Aber ich weiß, dass dein Steinwurf auch nicht sehr effektiv ist. Entspannt. Easy. Kleinstein, bitte. Du darfst nicht noch einmal... Wie oft verfehlst du das Onix? Nicht, dass Onix noch gewinnt. Was hast du für eine Genauigkeit? 90%? Ja, merke ich schon. Also ich habe vielleicht so 70% getroffen. Nur in diesem Kampf habe ich 2-mal getroffen, 2-mal nicht. Das ist 50%. Aber 90% Genauigkeit. Merke ich schon. Merke ich ganz klar. Ganz klar. Danke, danke, Kleinstein. Danke für gar nichts. 90% Genauigkeit sollst du haben, Kleinstein. Nicht 50. Bitte. Jetzt muss jeder Angriff... Jetzt müssen 5 Angriffe sitzen, bitte. Ich weiß, in der Wahrscheinlichkeitsrechnung funktioniert das nicht, dass man das zu 100% sagen kann. Aber es müssen jetzt bitte einfach... Boah.
5 Angriffe sitzen will, wenn das Kleinstein überhaupt so lange überlebt. Also, das Set greifst du an. Jetzt kommt ein Steinwurf, der 4 Schaden, glaube ich, macht. Und dann kommt Cognodon. Er setzt wirklich einen Trank ein. Es ist so fies. Okay, er setzt einen Trank pro Pokémon ein. Bedeutet, ja, ist okay. Walzer auf ihn. Zack. Tötet ihn nicht. Und dann kommt jetzt erst der 5. Angriff, der ihn final besiegen wird nach seinem Steinwurf. Und ich habe mich schon so doll darauf gefreut, dass der Walzer, der 5. Angriff auf das Cognodon fliegt. So doll darauf gefreut. Wirklich. Aber nein, der 5. Angriff fliegt in das Onix, das noch einen Trank mitnehmen durfte, weil es wirklich ganz, 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 ganz knapp schon wieder überlebt hat, obwohl diesmal der Kampfverlauf anders war. Oh, Punch-Ram Level 14, ganz, ganz wichtig jetzt für den Kampf. Ganz, ganz wichtig, wenn alles one-shotted wird. Und Cognodon, es bringt nichts zu wechseln. Es bringt halt einfach nichts zu wechseln. Ich bin so oder so one-shot mit seinen sehr effektiven Angriffen. Ja, haus raus. Wenigstens lass mich einen Walzer der ersten Stufe machen, bitte. Wo bist du? Kampf, Walzer der allerersten Stufe. Wenigstens lass mich bitte das machen. Nicht mal das. Habe ich doch eben gerade wenigstens bekommen, oder nicht? Und war ganz erstaunt, wie viel Schaden ich mache. Das ist jetzt fies. Das ist jetzt wirklich fies. Also, Zerpeise und Panflam, ihr seid meine Hoffnung. Ich fange erst mal mit Zerpeise an und gucke, ob Zerpeise wenigstens einen Angriff überleben kann. Oder ob Zerpeise auch eins dieser Pokémon ist, das gewonnen wird. 10 KP durch die Steine. 10, das tut richtig weh. Kampfwalze war zu erwarten und... Oh, du bist ja fast gar keinen Schaden, Zerpeise. Da kann ich ja fast einen Trank nehmen gleich. Initiative senkt sich auch nur, das ist gar kein Problem. Er ballert die Zornklinge raus, wie nichts Gutes. Zack, noch einmal und dann benutzen wir einen Trank, genauso wie er. Wenn er Tränke benutzen kann, kann ich das schon... Ein Volltreffer. Das ist jetzt dein Ernst, ein Volltreffer. Und Panflam stirbt wahrscheinlich auch One-Shot durch diese Dampfwalze, oder? Alter, das Cognodon. Oh. Alter, das waren schon wieder 9 Schaden, die ich mitgenommen habe. Schon wieder 9 Schaden. So, wenn ich jetzt überlebe, dann habe ich gewonnen. Wenn ich verliere, habe ich nicht gewonnen. Bitte, bitte überlebe. Bitte. Ich bin einfach nur entsetzt. Ich bin einfach nur entsetzt. Also Zerpeise erstmal, dass sie kopflos reingedrückt bekommen hat, die ihn one-shottet. Shinux, der jetzt gewone-shottet wird. Meine ganzen anderen Pokémon, die gewone-shottet werden. Kein Pokémon außer Zerpeise und Panflam hat eine Chance gegen Cognodon. Keine Chance, du hast nicht gewonnen. Ja, ich weiß, dass ich nicht gewonnen habe. Ja, jetzt setzt du zum Glück nur Silberblick ein. Keine Ahnung, warum du nur Silberblick einsetzt und mir dementsprechend noch einen Angriff gönnst weit. Wirklich gar keine Ahnung. Aber dein Volltreffer mit der Kopfnuss gerade war hardcore unnötig. Und setzt jetzt wieder einen Trank ein? Hey, noch ein Silberblick? Kann es wirklich sein, dass nach du gerade eben deinen Volltreffer aufgibst, dafür, dass du 2 Silberblicke eingehst? Ja. Oh mein Gott. Das wäre auch so unangenehm gewesen, 2-mal zu verlieren. Das wäre so unangenehm gewesen, aber mein Team ist so schlecht gegen diesen Arena-Leiter aufgestellt. Das ist ja unfassbar, wie schlecht mein Team aufgestellt ist. Dankeschön, wir haben dich. Ich bin nicht stolz darauf, wie dieser Kampf verlief. Und Panflam kann sich entwickeln, obwohl es besiegt ist. So cool. Ja, wann geht das? Seit welcher Generation? Das ging früher nicht. Früher war besiegt, hat sich nicht entwickelt. Also, ich weiß nicht, ob das damals in Diamant auch schon war, dass es ging, weil ich mich das einfach nicht mehr getraut habe, seit Rot und Blau ein Pokémon zu trainieren, indem ich wusste, dass es sich entwickelt. Aber hier hat es geklappt. Pampyro ist jetzt auf jeden Fall bei uns am Start und um Angreifer abzuschrecken, verstärkt es das Feuer an seinem Schweif, wodurch es größer wirkt. Oh, smart, Pampyro. Und Tempo Heap, klar erlernen wir. Das ist eine ganz angenehme Attacke. Und damit möchte ich auf jeden Fall eigentlich Kratzer, glaube ich, ersetzen. Habe ich zwar keinen Normal-Angriff mehr, aber wozu wollen Normal-Angriffe, wenn wir ehrlich sind? 1, 2 und schwupp, Kratzer wurde ersetzt und dafür habe ich jetzt den Tempo-Hieb. Dankeschön. Das ist beschämend. Ich habe gegen einen Trainer verloren, der noch keinen einzigen Orden besitzt. Tja, da ist nichts zu machen, du warst stark und ich war schwach. So ist das nun mal. Ruhe, dein Silberblick. Ohne deinen Silberblick hättest du gewonnen, Fight. Nach den Regeln der Pokémon-Liga wird jeder Trainer, den Arena-Leiter besiegt, mit einem Orden belohnt. Hier hast du offiziell den Kohle-Orden der Arena. Bam! Dankeschön für den Kohleorden, mein Freund. Du erhältst den Kohleorden von Fight. Danke, danke, danke. Und jetzt kann ich die VM-Zertrümmerer einsetzen. Erzähl dir mir das auch noch? Ja, ermöglicht es dir, die VM-Attacke Zertrümmerer zu verwenden.
Und dann kriegen wir noch eine TM von dir. Wow, ist das die Dampfwalze? Bitte. Dampfwalze war hier so stark. Nee, Tarnsteine. Warum auch nicht? Dankeschön. Wobei, diese Steine waren auch echt hart, muss ich sagen. Ja, ich überlege das, ob ich das meinem kleinen Stein beibringe, aber wahrscheinlich nicht. Und dann stelle ich mich glücklich vor die Arena. Glücklich beende ich diesen Let's Play Part, verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal.